Servus Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime. Im letzten Part sind wir aus der versunkenen Fregatte endlich entkommen und haben zwei E-Tanks im Schlepptau. So ganz nebenbei auch noch eingesackelt. Hoppla, falscher Beam. So, wir haben da gesehen, diese Baumkrone oder was das sein soll. Da waren noch, ich glaube, zwei Eisbeam-Türen. Deswegen werde ich da jetzt mal hingehen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ich muss in die untere rein. Und genau aus dem Grund werde ich auch in die obere reingehen. Logik? Nein. Doch. Ich glaube nämlich, dass ich in der oberen nicht weiterkommen werde. Und deswegen möchte ich mich da mal umgucken. Das war doof. So. Ach, diese Musik, ich liebe sie. Moment, weiter oben, nicht wahr? Ja. Moment, weiter oben komme ich doch noch gar nicht weiter. Tunnelsystem zum Garten des Lebens. Ich glaube, da oben war irgendein Geröll, der mir den Weg versperrt hat. Unten kann ich rein. Nein! Ich habe dich gesehen, aber es ist zu spät. Moment, da oben ist dieses Wuppdiduppdidu. Soll ich trotzdem mal raufgehen, schauen? Ja. Ja. Hallo. Baller mich. Nein. Das hat noch getroffen, okay. Okay. So, das ist nur Gebüsch. Achso, ja. Okay. Stimmt, das sind ja so eine Art Lampen. Würde ich sollte aufhören mit dem Schmafu. Ah, nein! Na, ja, verdammt. So, jetzt aber. Nee, das muss ich anders machen. Gerade noch. Zum Glück ist der Ball irgendwie magnetisch. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Ja, geht doch. Jetzt bin ich oben, nicht wahr? So, nee, da war eine Tür. Eine Tür, sage ich schon. Ein Felsen, der mir den Weg versperrt hat. Da komme ich natürlich nicht weiter. Das heißt, ich muss jetzt direkt unter mir. Fast direkt unter mir. Noch ein Stück runter. Da lang. Das war zu weit. Definitiv zu weit. Jetzt muss ich mal wieder einen Überblick finden. Zum Glück habe ich den. Achso, da, gleich. Zum Glück habe ich den Gravity Suit, sonst. Au! Hört auf mich zu spucken! Könnt ihr aufhören? So, gleich die Tür da oben. Ne, gleich die da hinter mir. Die da. Das ist die richtige, oder? Ja. Hohe Strahlung. Ne, das hatte ich doch schon. Auf. Scammers. Phasenminen. Oh Mann, erst hier, da habe ich ja ganz schön viel zum Nachholen.
Das war wieder einer dieser Momente, wo ich einen Schnitt setzen könnte, aber irgendwie weigere ich mich. Weil das passt einfach nicht zu mir, dass ich da einen Schnitt setze und irgendwo anders wieder weiterspiele. Ist zwar nervig für einige Zuschauer, dass ich hier immer wieder alles zeige, aber... Einen Moment mal. So gefährliche Strahlung, das hört man. Das erkennen wir doch auch schon. Oder etwa nicht? Ich habe auf jeden Fall was gehört. Da ist es. Ist das kaputt? Nee. Au, natürlich trifft es mich. Okay, das ist kaputt. Jetzt reicht's. Ruhe im Karton. Kriegst so eine Krawatte bei den Teilen? Nein, eigentlich nicht. Könnte ich rein, aber ich gehe jetzt mal da rein. Dieses Rrrr. Ich glaube immer, da ist ein Gegner, der mich gleich anfliegt. So, da hinten ist auch noch eine Eisbeam-Tür. Okay, Moment. Da oben oder wie? Ja, das Geräusch gerade. Wo bringst du mich hin? Zutritt zur Speicherstation genehmigt. Ja! Auf die Tür. Yes! Das ist natürlich noch besser. Da muss ich nicht ganz so viel wiederholen. Ja, Lorena Wolf ist wieder unterwegs. Komme ich so nicht hoch. Aber da. Ja. Ich wusste, ich habe was gehört. Dass du mich noch nicht getroffen hast? Achso, links ist auch einer. Direkt da. Oben aber noch. Komm her, komm her. Wir nehmen den Powerbeam. Der war bestimmt da innen drin. So, schauen wir mal, was gibt's hier? Ah! Frehe, nein! Oh, ich glaube, ich renne hier doch lieber mit Icebeam herum. Ist klüger. So. Komme ich so nicht hoch. Ah, Moment. So aber. Ja, kommt da noch mehr? Moment. Was bringt das? Nix. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ah, da hinten ist die Tür. Wie komme ich da hin? Halt ab.
prallt ebenfalls ab. Muss ich die erst entriegeln? Irgendwie? Moment, da oben. Nein. Nee. Oh, das geht so gar nicht. Oder wie denn sonst? Lass mich überlegen. Ich komme so hoch. Da hoch komme ich nicht. Wofür das da ist, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich das mal machen. Scan des Kahns bedeutet darauf hin, dass er kürzlich benutzt wurde. Momentan ist er nicht in Betrieb. Ah, Moment. Bringt, glaube ich, nichts. Nee. Der Kran ist nicht in Bit. Achso, ich kann da reingehen. Ja, das ist natürlich was anderes. Steuerkonsole des Lastkrans ist inaktiv. Es fehlt jedoch die Stromversorgung. Nahegelegen. Ah, da. So, ich kann da so einfach raus. Wir haben Strom. Ich habe schon gesehen, dass da oben ein Missile Pack ist. Kerkran hat sich neu justiert. Ich habe es doch gewusst irgendwie. Also gewusst habe ich es nicht, weil... Aber... Geahnt. Sowas ähnliches. Yeah! Baby! Mach dich groß. Yeah! Missile-Container. Ich kann hier nicht groß werden. Bällchen Power! So, das ist für die Dings. Für das Kraftfeld hinter mir, genau. Ja, das ist doch was. Zack. So. Da drin war die Speicherstation. Ja. Hahaha. Boah, ist das geil. Es geht gerade wieder voran. Missiles. Zwei Energietanks. Ja, Tanks ist, glaube ich, die Mehrzahl. Nicht tanken, nicht tanken. Tanken. sondern Tanks ist, glaube ich, die Mehrzahl von Tank. Und jetzt geht's rund. Weil hier bin ich verreckt. War doch die, oder? Ich hab doch gewusst, dass da was ist. Geil, jetzt haben wir sie nämlich schon gesehen, diese Böcke.
Auf den anderen! So, der eine lebt immer noch. So. So, beide sind kaputt. Schön, sehr schön. Die mit den krassen Sicherheitsvorkehrungen. Hier war doch auch irgendwo ein Gegner. Stimmt, jetzt kommen diese Böslinge, die ich richtig kalt machen muss. Das hier war, glaube ich. Genau, der da. Ich kann ihn nicht anvisieren, doch jetzt. Ich sollte vielleicht nicht direkt vor ihm stehen. Ja, ich habe ihn schon gesehen, den Schatten. Noch ein zweiter, genau. So, ich kann sie nicht anvisieren. So. Ah, ich renne genau in den zweiten rein. Friss den. Immer schön auf Distanz gehen. War so ein paar vereinzelte Leute haben mit drei Energietanks abgezockt. Muss aber noch irgendwo anders sein. Ich lade schon mal. Irgendwo ist da noch einer. Zerstöre es. Nicht das. Keiner mehr? Doch da. Stimmt da. Und ist da einer? Komm raus, komm raus. Natürlich gleich drei auf einmal. Komm, 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 komm. Scheiße. Da ist der eine. Ja, sollte vielleicht mit aufgeladenen Schlägen arbeiten. Und immer schön hinter der Säule verstecken. Oh, da ist er ja schon. Das lief jetzt besser als zuvor. Also nicht zuvor, aber besser als letztes Mal. Ist da noch irgendwo einer? Scheint nicht so. Und da oben sind, glaube ich, welche. Immer mit aufgeladenem Schuss gleich. Nein! Ja, geil, dass ich die falschen Taste drücke, nicht wahr? Hallo, lass mich weg! Ich bin ja viel langsamer als die. Achso, da war noch ein zweiter. Ich war mir nicht sicher, ob ich mir den nur eingebildet habe oder nicht. Da ist er. Ich weiß, ich sollte abhauen hier. Komm, 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 komm. Da hält aber ganz schön viel aus. Jetzt reicht's mir. Ja, geil. Lass mich in Ruhe. So. Ich glaube, so ein aufgeladener Schuss ist echt das Beste, was man gegen diese Typen machen kann.
kommt die ganze Zeit nur Raketen. Achso, direkt über mir. Nee, oder? Die kann ich vielleicht so killen. Was ist denn das für ein Teil? Ich habe Angst, das Teil zu scannen. Wenn es dann vielleicht ausbricht und mich platt macht. So, da oben ist eine Ausbeamtür. Da oben? Keine Ahnung, was sagst du denn? Ja, Elite-Pirat. Ist Osnilis Behälter, das ist mit einer Legierung aus Bendezium versehen. Nachfolgend eine Auflistung der empfohlenen Kampfausrüstung für Elite-Piraten. Schultermontierte Plasma-Artillerie-Kanone, reflektiertes Schutzschild, Wellenbeben-Generator, Energieabsorber-System und einziehbare Handgelenks-Bajonette. Achso, das sind die aus, so sind die ausgerüstet, das ist ja krass. Piraten. Schlüsseldaten der Weltraumpiraten dekodiert. Mystics. Das könnt ihr euch durchlesen, weil um ehrlich zu sein, habe ich jetzt keine Lust, mich da stundenlang drauf aufzuhalten. Schockanfälle und tötete jedes Leben ist im Wahrnehmungsbereich. Okay, das klingt schon mal böse. Ist die Gruppe erledigt? Ich muss gleich niesen. Okay. Oh Mann, der Nieser will nicht raus. Deswegen habe ich doch jetzt gerade den Text kurz abgebrochen, weil ich dachte, ich muss niesen. Plattformsystem aktiviert. Aha. Fuck. Er ist ausgebrochen. Oh, das war nur die Musik, Mann. Ich dachte schon, der randaliert jetzt, der Typ da. Hoppla, das war falsch. Oh, das sieht auch geil aus, das Blau da oben. Naja, ich werde mich hier jetzt erstmal feige verstecken und den Part beenden. Und ihr könnt euch auf den nächsten Part freuen. Das war Metroid Prime. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.